Habt ihr das lange Warten auf den Water Shader satt? Dann nutzt einfach die Version, die ich euch jetzt vorstellen werde. Bis gleich. Ja, und wir sehen hier gerade den super geilen Water Shader. Also hier sieht gerade wirklich dieses richtig schöne Wasser, was wirklich verlockend zum Einladen hier ist, was man wirklich gerne mal nutzen möchte, um zu baden, was wirklich richtig cooles Wasser aus Minecraft macht, wenn man sich das standardgemäße Wasser mal anguckt. Ich gucke mal, ob ich das hier anders noch einstellen kann unter die Towels. Das ist alles Optifine. Müsstet ihr normalerweise kennen. Fancy und Waterfast hat damit nichts zu tun. Es ist eindeutig der Water Shader, der jetzt von einer Privatperson geupdatet wurde. Wenn der von der normalen Version Person geupdatet wird, wird natürlich der Link sofort geupdatet. Und ja, ich stelle euch diesen Mod jetzt einfach mal vor. Und wie ihr sehen könnt, sieht man hier vereinzelt in diesen großen Seen, wie das aussieht. Ich kann euch jetzt auch mal ganz kurz ein Beispiel zeigen, wie es bei kleineren Seen aussieht. Da sieht es nicht so cool aus, ehrlich gesagt. Also wenn man schon den neuen Shader kennt, also den neuen Sonic Azure Shader, dann weiß man auch, wie cool das später aussehen wird im neuen Sonic Azure Shader. Also hier sieht man so eine kleine Fläche, ist so. Ach, hier ist doch Wasser. Ach doch, hier ist Wasser, ja. Man sieht also, man denkt, das Wasser wird auf jeden Fall durchsichtig im Gegensatz zum normalen. Man sieht das hier auf jeden Fall relativ gut. Also, dass man hier in den Kanten kann man erkennen, dass es noch Wasser ist. Und wenn man drin rumschwimmt halt. Also, ansonsten würde man gar nicht erkennen, dass es hier Wasser ist. Also, es sieht auf jeden Fall cool aus, wenn man irgendwie irgendwas da unterbauen möchte und wirklich was sehen möchte. Oder wenn man einfach diese geilen Effekte, wo ich jetzt einfach mal ganz kurz einen Screenshot von mache. War das jetzt richtig? Ja, war richtig. Und wir fahren einfach mal mit dem Boot hinaus, um uns das nochmal von ein bisschen von dem Wasser aus selber anzugucken. Weil viel kann man zu diesem coolen Mod hier ja eigentlich nicht sagen. Es ist ja eigentlich eher eine Ansichtssache, wie jeder ihn findet. Und jetzt würde ich gerne mal Gas geben. Und man sieht hier also wirklich alles bis auf den Boden. Die Tintenfische kann man jetzt endlich beobachten. Und man sieht auch eine leichte Spiegelung von dem Sonnenuntergang oder Aufgang. Ich weiß nicht genau, was das jetzt da hinten ist. Also man sieht auf jeden Fall eine leichte Spiegelung von dem Sonnenuntergang. Sieht auf jeden Fall cool aus, wenn man so in die Ferne guckt, wie das Wasser dann da hinten so am Schimmern ist. Die Bewegungen sind natürlich auch vorhanden. Sieht auf jeden Fall wirklich cool aus. Wenn man hier zum Beispiel gerade mal guckt, man sieht, dass das sieht so aus, als wenn sich die Blöcke da so bewegen würden. Dabei ist es ganz einfach nur das Wasser. Und ja, wenn man sich das mal anguckt, ist wirklich eine geile Atmosphäre. Ist wirklich ein cooler Mod. Und jetzt werdet ihr sehen, wie man diesen installiert. Bis gleich. Ja, wieder mal ganz, ganz wichtig ist, dass ihr euch vorher vielleicht ein Backup macht von eurer Minecraft-Jar. Und ihr müsst halt wie immer in die App-Data, nachdem ihr das runtergeladen, geht ihr halt in den Bin-Ordner. Und da findet ihr einmal dieses, also ihr findet dann einmal diese ganzen Ordner hier, außer meine hier, Backup und sowas. Also ihr findet hier die Minecraft-Jar. Und dann habt ihr euch diese RAR-Datei hier runtergeladen und hier sind ganz wichtige Sachen. Ihr braucht natürlich den Modloader, steht auch in der Beschreibung. Und als erstes, wenn hier kein Shader-Ordner ist, also wenn ihr den Mod vorher noch nicht verwendet habt, schiebt ihr diesen Ordner hier rein. Einfach hier reinschieben. Und würde dann auf Ja drücken, falls er vorhanden ist. Und dann würdet ihr eure Minecraft-Jar mit WinRAR öffnen. Habt dann hier ein Feld. Und würdet dann wieder euren Water Shader nutzen. Und würdet alles bis auf diesen Ordner hier reinschieben. Wenn ihr gerade eine neue, frische Minecraft-Jar nehmt, einfach den Meta-Inf-Ordner löschen und die Modloader-Dateien halt auch noch reinschieben. Ja, das war es eigentlich schon von diesem Mod-Review. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.